Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder einen Haul von mir. Einen Rossmann-Haul. Rossmann, war ich nur bei Rossmann? Nein, ich war auch beim Rewe. Ich war bei Rossmann und bei Rewe, genau. Und das werde ich euch zeigen, was ich da so ein bisschen eingekauft habe. Auch ein paar Sachen natürlich für meine Videos. Und ja, ich fange jetzt mal an. Also, ich habe Zebra gekauft. Tada! Ja, ich weiß auch nicht, warum man immer Zewa sagt. Man sagt ja irgendwie immer Zewa, ne? Obwohl das jetzt von Tücher sind von Alouette. Küchentücher, aber trotzdem sagt man immer Zewa, ne? So ein Viererpack brauchst du ja immer. Trotzdem sagt man immer Zewa. Ja, es ist halt so. Dann habe ich noch, ich brauchte neue Waschpads. Da habe ich wieder von Domol, die hatten so diese Woche im Angebot. Vollwaschmittelpots, Pets, Pots. Petz, Potz, Patz? Habe ich natürlich mitgebracht wieder. Ja, hier geht einiges an Wäsche durch. Ich weiß auch nicht. Schon alleine, wenn man die Bettwäsche macht. Ne? Oh mein Gott, das, ey. Habe ich diese Woche bezogen. Meine Betten, ja, also unser Bett und von Monique das Bett. Und schon hast du überall nur Bettwäsche hängen. Wahnsinn. Und jetzt, wo das halt noch nicht so warm ist, trocknet das immer so schlecht. Ne? Naja. Kriegen wir auch alles hin. Dann, wie immer jetzt, ich bin kurz vorm Wochenende hingefahren, Nassfutter für die Miezen, Trockenfutter habe ich noch. Dann brauchte ich, oder besser gesagt nicht ich, aber meine Tochter, naja, die nimmt die immer. Ich will aber die mit den Flügeln. Oh ja, ich habe mal falsche mitgebracht. Oh, hallo, hallo, dass sie mir die Steine hinterher geworfen hat, das war alles. Ja, und deswegen habe ich jetzt die mitgebracht. Die sind. Ist es Nachtschutz? Habe ich jetzt die falschen gekauft? Scheiße. Ach du Gott, ich habe die falschen gekauft. Ja, da wirft sie mir wieder Steine hinterher. Nein, ich habe die falschen gekauft. Naja, Nachtschutz. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, ich muss dann für die Nacht. Mein Gott, steht dreimal drauf, ne? Ja, aber Gott sei Dank hat sie immer noch ein Paket da. Ihr wisst ja, welche ich meine, ne? Es gibt ja die, die so eingepackt sind, ne? In so einer Zellophan noch drum. Die hätte ich mitbringen müssen. Die Schlafmütze für die Nacht. Egal. Egal. So, dann haben wir noch von ja, DM. Ach nein, DM. Rossmann mitgebracht. Es ist wieder soweit, wir haben den nächsten Monat und da geht meine Spende wieder raus an die Miezen in Pöttmes und ja, da geht jeden Monat ein Paket von mir hin und Katzenhilfe e.V. Ja, meine Lieben, ich grüße euch und da habe ich auch mal jetzt so zwei Leckerlis einfach mitgenommen. So Spaß-Trio mit Ente, Huhn und Truthahn und noch Knabberspaß mit Geflügel und Käse. Ich glaube, die Miezen da freuen sich auch mal über ein Leckerchen. Dann geht dahin, wartet mal, ich muss mal eben hier gucken. Geht dahin noch halt so ein Paket Trockenfutter, Winston Knusper Dinner mit Rind, Lamm und mit Rind? Rind. Rintintin? Mit Rind, Lamm und Leber, Gemüse und Duoherzen. So, das geht mit dahin. Dann brauche ich noch einen großen Karton. Habe ich, glaube ich. Habe ich noch alles im Flur stehen, nehme ich auch immer mit von der Arbeit. Das ist das Gute. Wenn du im Lager arbeitest, da hast du nämlich so viele Kartons. Kannst du mal mitnehmen. Ja, dann habe ich eine Reihe gekauft. Die habe ich euch ja vorhin mal schon gezeigt in den Videos. Immer so eine Reihe Nassfutter und eine Reihe, also für die normalen, großen, normalen, ausgewachsenen Katzen und einmal für die Kitten. Und dann habe ich einmal für die normalen Katzen Winston Schlemmermenü mit Lachs. Das ist ja so eine ganze Reihe. Das sind, warte, ich zähle mal eben zwei. 4, 6, 8. Das macht mich tot. Das steht doch auf meinem Einkaufszettel. Warum zähle ich überhaupt nach? 17. 17 mal Schlemmermenü mit Lachs und 17 mal Winston Junior Menü reich an Geflügel. Ja, die beiden palettenmäßig haben wir dann auch dabei. Jo, dann habe ich noch mitgenommen. Ich glaube, nee.
Ich möchte ja, oder besser gesagt, mache im Moment auch so Full Face und Essence habe ich schon abgedreht und Catrice. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, als nächstes Mal Rival Loves Me und Rival de Loop. Und bei Rival Loves Me brauchte ich noch ein Setting Spray. Da habe ich das hier mitgenommen. Genau, ein Setting Spray von Rival Loves Me. Schauen wir mal. Und noch einen Baked Highlighter. Eigentlich wollte ich die andere Farbe haben, aber die hatten sie nicht. Und deswegen musste ich 01 Aphrodite mitnehmen. Weil der andere heller gewesen wäre. Und ich mag eher helle Highlighter, als die so ins Bronzer oder Bronzene oder so ins Goldene gehen. Und die anderen spreche ich mich da mehr an. Dann habe ich von Rival de Loop Primer und Fixing Spray. Das fand ich natürlich sehr praktisch. Ich hatte zwar schon einen Primer von Rival de Loop im Wagen drin. Dann habe ich aber dieses Spray gesehen und das kannst du entweder als Primer oder als Fixing Spray nehmen oder als beides. Und deswegen habe ich gedacht, jo, dann reicht ja eins, nicht? Obwohl ja, ich glaube, du immer Setting Spray auch als Primer nehmen kannst. Ja. Dann, warte mal eben, dann habe ich noch vom Rival de Loop ein Bronzer. Ja, heller Bronzer, ne? Salted Caramel. Das Witzige ist, ich kam mit dem Einkauf nach Hause und ja, mein Gatte hat Urlaub gerade und er sagte, ey, hast du einen schon wieder gekauft? So sieht er aus. Hm? Was hast du denn schon mal? Du hast doch sowas. Ich sehe, ja, ich habe sowas. Natürlich habe ich sowas. Ich habe aber nicht sowas von Rival de Loop. Ein Bronzing Powder. Ja, und wo da und Dutchy? Ja, das musst du so sehen. Ich will ja ein Fullface schminken. Und Fullface von einer Marke. Und deswegen brauche ich ja von Rival de Loop noch den Bronzer. Verstehe ich nicht. Ja, genau. Deswegen mache ich ja die Videos und nicht du. Du hast doch von den anderen, dann misch das doch. Ich so, ja, dann wäre es ein Mischi-Maschi-Make-up-Video. Aber ich möchte Fullface von einer Marke machen. Ja. Erklärt, wer ist wieder da? Und dann habe ich noch mitgebracht. Von Riva Loves Me mit Hyaluron und Aloe wäre ein Primer. Dewy and Fresh. Werde ich euch dann natürlich auch alles näher vorstellen, wenn ich das Video noch mache. Ne? Und von Riva de Loop 2-in-1 Augenbrauenstift. Jo, Define and Fill Cozy Brush Eyebrow Pen. Das ist dieser. Ich packe den schon mal aus, wenn ich auch mal Verpackung brauche. Warum da eigentlich eine Verpackung drüber ist, was war eh keiner. Wenigstens ist es Pappe und kein Plastik. Der hat nämlich ein interessantes Bürstchen. Vielleicht soll es ein Spoolie sein. Man weiß es nicht. Ja. Schauen wir mal, wie wir schauen. Genau. Dann, tut mir leid, dass ich mal abtauchen muss, aber ich muss das mal eben hier unten hin tun. Weil irgendwo hatte ich nämlich noch was. Und irgendwie da ist er ja. Ich hatte nämlich noch einen Augenbrauenstift mitgenommen. Auch von der hellsten Sorte. Das ist ein Eyebrow Gel Pen Light Brown. Ich bin echt gespannt von Riva Loves Me. Ja, wie der so ist. Wir testen. Und ich brauchte noch ein Rouge Powder von Riva Loves Me. Und da habe ich genommen Pink Grapefruit. Der hat mich am meisten angesprochen. Und mit dem Herz drauf sowieso. Ne? Ja, sehr süß. Ich glaube, das war's mit meinem Make-up, ihr Lieben. Ja. Genau. Dann haben wir Rossmann fertig. Und dann war ich eben noch kurz beim Rewe drin. Und ihr wisst ja, ich teste ja Bio. Und ich habe jetzt schon zwei Sachen getestet. Ich habe schon Auf jeden Fall habe ich drei Sorten mitgenommen, die ich auch für euch testen möchte. Und das ist einmal die Eigenmarke von Rewe Bio. Das ist einmal Rote Beete Saft. Ja, man muss ja mal aus seiner Komfortzone raus und Sachen probieren, wo man eigentlich sonst denkt, muss das sein? Ich bin gespannt. Dann habe ich noch, was ich fand, sehr lecker Klang von Rewe Bio, Rote Beete und Meerrettich. Das ist eine Bio-Streichcreme. Ja, schauen wir mal. Und dazu werde ich euch natürlich wieder, oder nicht wieder, da werde ich euch mit in meine Küche nehmen. Weil das müssen wir natürlich in der Küche machen. Das ist Rewe Bio Pastasoße, vegetarische Bolognese. Da bin ich gespannt. Mit Soja-Eiweiß, italienischer Soßenklassiker aus rein pflanzlichen Bio-Zutaten.
Ja, ich glaube, das ist einfach nur Soße aus dem Glas in dem zugedeckt in der Mikrowelle oder im rührenden Topf erhitzen und nach Belieben verarbeiten. Das machen wir. Ich werde die einfach so lassen, ohne, obwohl, nee, dann verfälsche ich es ja. Ich werde es auf jeden Fall so lassen. Ich gucke, wie es schmeckt, ob es noch Salz und Pfeffer, aber Zwiebeln und so, das mache ich jetzt nicht. Ich lasse die einfach so und wir kochen zusammen Nudeln dabei und dann probiere ich das natürlich mit euch. Nur so funktioniert es. Genau. So, dann habe ich noch mitgenommen von Rewe Beste Wahl Mandelröschen. Ja, Mandelröschen würde jetzt jeder sagen, aber ich sage Mandelröschen. Steht ja auch da, oder? Mandelröschen. Genau. Gefüllte Mischung. Ja. Hallo, ich bin Steffi und bin ein bisschen bekloppt. Müsst ihr wissen. Ja. Die, die mich kennen, wissen das eh. Und von Rewe Beste Wahl Schleierkraut. Das finde ich immer sehr schön. Auch so in den Blumen immer drin, so Schleierkraut. Für meinen Balkon. Dann habe ich noch mitgebracht, ich bin jemand, der guckt gerne Mord und Totschlag und hast du nicht gesehen und diese Dokus darüber und. Was ich euch mal wirklich ans Herz legen kann, wenn ihr euch so für sowas interessiert und gut findet, ist Amerikas Albtraum. Das sind die 10 meistgesuchten oder 10 größten Verbrecher irgendwie Amerikas. Sehr gute Dokumentation auf YouTube zu sehen. Höre ich mir oft an beim Putzen und sowas. Also David sagt auch, langsam kriege ich Angst vor dir, ne? Du weißt ja, wie man, wo man, ja, irgendwas macht. Ich so, muss keine Angst haben, ne? Nein. Also, da er jetzt, ich glaube, wenn das Video aber online kommt, ist er schon wieder aus dem Krankenhaus raus. Ja, ins Krankenhaus muss er Nierensteine. Die müssen entfernt werden. Ja, es ist leider so grausame Schmerzen, kann ich euch dazu nur sagen. Habe ich gehört. Ich habe sie selber noch nicht gehabt. Aber ich glaube, Frauen haben da auch nicht so das Problem mit. Eher so Männer, ne? Und er muss dann ins Krankenhaus und dann wird operiert. Und deswegen braucht er Zeitungen. Aber ich habe jetzt gerade so, er liest gerne so Wissenszeitungen und sowas alle. Aber da habe ich gerade geguckt, da ist Wissenszeitung für 9,80 €. Hallo? Das sind 20 Mark. Da kommt doch keine Zeitung für. Jawohl, also 6 Euro ist für mich aber auch schon das Limit für so eine Zeitung. Ne? Deswegen habe ich jetzt mitgenommen. Hatten Sie neu? Krimi, die aktuelle. Ja, 2,80 € kannst du mal mitnehmen. Ne? Ja, also wenn ich schon diesen Clown hier sehe, ne, da kriegst du schon das Gruseln. Also nicht den Clown. Nicht den Clown, den Clown. Oh mein Gott. Ey. Ich habe einen Clown gefrühstückt, ihr merkt's. Also, einmal, dann haben wir als zweites echte Verbrechen. Also, ich habe irgendwie die Zeitung ausgesucht, man merkt, da hat Bayern ungelöste Mordfälle. Ja, damit fängt es an. Tief in der Erde. Sie dürfte, ja, diese Zeitschrift von Focus ist das. Und das ist die Nummer 4 des Jahres und kostet wirklich 6 Euro. Also, ja. Eine Zeitung habe ich noch, dann hat er 4 Zeitungen. Ich hoffe nicht, dass er so lange bleiben muss. Bei Corona schmeißen sie sich, glaube ich, eh wieder früher raus. Und dann habe ich hier noch PM Fragen und Antworten. Ja, 4,80 €. Ja, 65 spannende Fragen und Antworten. Tada! Und ja, er nimmt auch sein Handy mit und sowas alle und hat auf dem Handy auf jeden Fall Netflix. Das kann er dann da auch gucken. Kopfhörer rein, ne? Und tralala, aber ein bisschen lesen. Glaube ich, schadet da auch nicht. Mal gucken, was ich in der Zeit jetzt noch finde. Ja, und dann sind wir fertig. Ne? Da habe ich jetzt nur noch mein Katzenfutter drin. Und das war jetzt der kleine Hall, kleine Rossmann und Rewe Hall. Genau. Und jetzt bin ich schon wieder fertig damit. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Ja, und genau, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne kostenlos, kostenfrei, günstig. Nein, günstig ist ja blöd, aber zahlt ihr dafür. Kostenfrei machen. Da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Und ich freue mich auf euch, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und ich danke euch für eure Unterstützung. Bleibt gesund, meine Lieben. Werdet gesund und.
Die allerliebsten Grüße von mir. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich drauf. Tschüss.